Gretchens Thema. Das Gretchen, das bin ich. Und ich bin angetreten für den guten Dialog. Und ich biete euch Gespräche an zu Themen, die ihr tiefer und weiter denken könnt. Mein Konzept von Gretchens Thema: 7 Tage, 7 Gäste, 7 Fragen. Alle meine Gäste kriegen dieselben Fragen. Sie werden natürlich unterschiedliche Antworten. Und ich bin neugierig auf deine Antworten heute. Manuel Krystanovic ist heute mein Gast. Manuel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo, liebes Gretchen. Grüß dich, hallo. Manuel, wo treffen wir dich denn jetzt an? Es ist ja jetzt so abends und ich sitze hier mitten in München in meiner Altbauwohnung von vielen Büchern, umgeben, wie immer, weil da fühle ich mich sehr wohl. Wo bist du gerade? Wo ich mich befinde? In meiner Wohnung in Dresden, die auch ein Altbau ist, ein sanierter Altbau, im 3. Stock mit Balkon. Und gerade befinde ich mich aber nicht auf dem Balkon, weil es draußen ein bisschen zu laut ist durch den Verkehr. Aber ich habe einen wunderbaren Blick aufs Grüne, auf einen kleinen Park mit einer Skaterparkanlage, wo den ganzen Tag ein bisschen was los ist, wo junge Leute sich ausprobieren an wie soll ich denn das sagen, an Skateboard-akrobatischen Dingen. Ich gucke da manchmal ganz neidisch zu, weil ich sowas nicht kann, aber es ist nie langweilig. Aber es ist dann schon so, dass es nicht zu laut ist, oder könntest du an so einer richtigen Straße, wo die Autos auch hin und her fahren, die ganze Zeit leben, oder brauchst du dann auch so einen Raum, wo es nicht zu laut ist? Ich wohne jetzt in dieser Wohnung seit ungefähr einem Jahr. Vorher habe ich im Hinterhaus gewohnt, da war es ganz ruhig und ich hatte auch einen Blick aufs Grüne, ohne Verkehr. Jetzt wohne ich an so einem Verkehrsknotenpunkt, wo doch einiges los ist, und ich merke, morgens so gegen 7 oder 6, vielleicht sogar noch früher, wenn der Berufsverkehr losgeht, dann reißt es mich manchmal jäh aus dem Schlaf. Und da leide ich schon ein bisschen drunter, dann stehe ich meistens auf, schlaftrunken und schließe alle Fenster und Türen, egal wie heiß es in der Wohnung ist, und versuche dann nochmal 1-2 Stündchen Schlaf zu bekommen. Aber ja, ich bin den Lärm nicht so gewöhnt, denke aber, sollte mich langsam mal dran gewöhnen irgendwie. Ist ja nicht überall ruhig. Ja, aber du bist ja auch nicht jetzt schon lange, oder wie lange bist du eigentlich in Dresden? Weil es geht ja für dich auch wieder woanders hin in der Republik. Wie lange bist du jetzt noch da und warst du da? Also in Dresden bin ich tatsächlich schon eine ganze Weile. Ich ich komme aus Stuttgart oder aus der Gegend um Stuttgart und habe in Leipzig von 2004 bis 2008 Schauspiel studiert und habe in Dresden 2008 mein Erstengagement angetreten am Kinder- und Jugendtheater. Und seitdem bin ich da, mit einer kurzen Unterbrechung, wo ich mal 4 Monate Berliner war und dann aber aufgrund eines Jobangebots wieder zurück nach Dresden bin. Ja, jetzt hast du es natürlich schon verraten und die dich kennen, wissen es eh. Also du bist Schauspieler. Jetzt ist es raus. Ja, Manuel ist Schauspieler. Und wer Fernsehen schaut und die ganzen Serien, die es da gibt, also da müsste man schon über dich gestolpert sein. Du bist ja wirklich, die Liste ist lang hier. Ich nenne nur einige: Soko, In aller Freundschaft, Im Tatort warst du, In der Lindenstraße und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel. Und auch im Theater bist du beheimatet. Also du spielst ja gerade am Boulevardtheater in Dresden. Ja, also bist du jetzt in dem Komödienbereich drinnen, hast aber da auch schon so viel ausprobiert. Ja, also das ist schon ein Beruf, in dem du dich wohlfühlst. Es ist ein Beruf, in dem ich mich sehr wohlfühle, für den ich auch viel gekämpft habe und für den ich viel aufgegeben habe. Meine Eltern wollten das ja gar nicht für mich. Also wirklich haben sich in jeder erdenklichen Art und Weise versucht, mich davon abzubringen oder mir auch Steine in den Weg zu legen. So gern ich sie habe, bin ich manchmal immer noch sauer, dass es so schwer war. Aber sie haben das natürlich auch nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt in ihrer Erziehung. Ja, aber wie gesagt, ich habe vieles vorher studiert, mal BWL, mal Lehramt auf Realschule, Englisch, Französisch, Philosophie. Aber es war immer der Drang auf die Bühne schon von Kindesbeinen an, und dann habe ich mich eben mal exmatrikulieren lassen und habe das meinen Eltern nicht gesagt und bin wieder auf Vorsprechtour gegangen, und dann hat es in Leipzig geklappt.
Was haben deine Eltern für dich im Blick gehabt, Manuel? Die wollten, dass ich BWL Also fertig das mache. Ich habe, tatsächlich, ja. ja. Ich hatte ja so einen Tag mein Abiturszeugnis in der Hand und am nächsten Tag fing ich mit einem Praktikum in der Automobilzuliefererindustrie in Stuttgart an. Und 3 Monate später hatte ich dann plötzlich einen Ausbildungsvertrag in der Berufsakademie Stuttgart für ein duales Studium, halb Ausbildung, halb Uni. Und ja, das ging so ein halbes Jahr und dann merkte ich so, Moment, Moment, ich will das alles gar nicht. War Ja. aber einfach noch sehr, sehr jung in der Zeit und das ging alles so schnell, ich konnte gar nicht so richtig einen klaren Gedanken fassen, ehe ich mich versah, steckte ich da drin und dann sagte ich, nee, das geht so nicht, da werde ich nicht glücklich und dann ja, habe ich mich da rausgewunden. Ja, aber das braucht ganz schön Kraft, ne? Also das kennen ja viele, die sich gegen die Eltern behaupten mussten, bis man da mal rauskommt, ja. Aber Hauptsache, man macht's. Also das ist auch eine Ermunterung, denke ich. Bitte geht euren Weg, ja. Absolut, absolut. Also hätte ich es nicht getan. Ich hatte diesen einen Gedanken damals, wenn ich das nicht mache, dann werde ich mir mein Leben lang sagen, ich habe eine Chance vertan, die mir extrem am Herzen lag. Beziehungsweise ich habe etwas nicht getan, was ich unbedingt wollte. Und mit dieser Schuld mir selbst gegenüber wollte ich gar nicht leben. Also das ist so, das wäre einfach zu schmerzhaft gewesen. Ja, das kann ich verstehen. Jetzt zwischen den ganzen Auftritten und Drehs, wenn man so einen gemütlichen Abend hat, ja, gehst du gern mit Freunden essen? Kocht ihr zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich gehe gerne aus, tatsächlich, auch gerne in Restaurants, weil ich unheimlich gerne esse, aber vor allen Dingen koche ich gerne. Du bist also jemand, der, wo man gerne zu Gast wäre, weil du kannst was, würdest du sagen? Also die Leute, die zu Gast waren, die haben sich nie beschwert, sie waren eigentlich immer ganz glücklich, aber ich habe vor allen Dingen kleine Gäste, die ich bekoche, weil es einfach eines meiner doch vielen Hobbys ist, die ich aber wirklich tagtäglich natürlich auch für mich betreibe, aber noch viel lieber für liebe Menschen, weil es macht einfach auch gemeinsam zu essen, macht viel, viel mehr Spaß. Dazu habe ich auch auf meinem Balkon irgendwie etliche Kräuter angebaut, vom Rosmarin über Thymian und Basilikum und so weiter, die ich dann auch zum Kochen benutze. Oh, großartig, ja. Also bist du dann jemand, der improvisiert, der fest nach Rezept kocht? Wie machst du das, Manuel? Also meistens, und das bewundern viele meiner Freunde, mal in den Kühlschrank auf und gucke, was drin ist und versuche daraus was zu machen. Und so kaufe ich auch ein. Also ich kann nicht irgendwie in den Laden gehen und sagen, ich brauche für dieses Gericht das und das und das und das und das und schreibe mir eine Liste. Also ich weiß meistens, wenn ich mit Hunger einkaufen gehe, dass ich für 3 oder 4 grobe Rezepte, was geholt habe und am Ende koche ich aber zu Hause was völlig anderes aus dem, was ich eingekauft habe. Und das macht auch Spaß, das ist das Schöne, wie beim Improvisieren im Theater. Nach einer gewissen Zeit weiß man ja, was funktioniert mit gut an Geschmäckern, Gerüchen, was funktioniert nicht. Und es ist auch spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Also gerade so eine Sachen wie Soßen, die dürfen nicht jedes Mal gleich schmecken, finde ich. Oh nein, aber das ist doch dann ganz schlimm, wenn ich jetzt bei dir zu Gast bin und dann denke, Mensch, Manuel, das war jetzt so gut und dann kriege ich das nie mehr wieder. Doch, du kriegst, also wenn du eine Tomate gegessen hast, die Tomatensauce gegessen hast, die dir gut geschmeckt hat, dann wirst du definitiv, wenn du die magst, beim nächsten Mal auch eine Tomatensauce kriegen. Aber die wird vielleicht die Nuancen Eben. anders sein. Und vielleicht wird dir das gar nicht so sehr auffallen, wie das mir auffällt. Oder beim Kochen, wie mir das beim Kochen auffällt. Das klingt jetzt total hochgestochen, als ob ich mega der Sternekoch wäre. Das bin ich nicht. Aber ja, so eine Kleinigkeiten fallen mir auf. Ob ich zum Beispiel geräucherten Knoblauch nehme oder ganz normalen Knoblauch. Oder ja, das macht im Geschmack dann doch einen feinen Unterschied. Manuel, für mich bist du schon ein Sternekoch, weil allein wie du darüber redest, kannst du einfach definitiv besser kochen als ich. Weil für mich ist das überhaupt nicht meine Welt, ja. Also ich denke mir, hey, ja, ich habe da auch nicht, weißt du, ich habe da nicht so, wenn du das dann so beschreibst und darüber begeistert bist, das ist,
ich kann mich da auch nicht so begeistern für die Sache. Also ich lasse mich gerne bekochen und ja, vielleicht sollte ich da auch mal eine Sendung draus machen und sagen, hey Leute, diese Kochdilettantin bekocht sie doch am besten mal. Ja, dann ja, lade ich dich ein. Du musst als jemand, der die Sendung führt, ja auch nicht unbedingt selber kochen. Lade die Leute ein, exploit them. Und dann, ach toll, ne? Dann lasse ich drei so kochen und die, ich sage dann, wer am besten war, ne? So irgendwie. Wenn du die Leute bewerten willst, dann kannst du das natürlich machen, aber ob du dir damit viele Freunde machst, ist die Frage. Du, ich halte es gut aus, unbeliebt zu sein. Das ist ja das. Das ist ja auch meine Form von Freiheit. Oh, ja, in der Tat. Lieber Manuel, wir legen mal los mit dem Thema heute, mit dem Thema Tod. Ja. Was hast du eigentlich mit dem Tod überhaupt zu tun? Erste Frage. Also ich habe mit dem Tod quasi dasselbe zu tun wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Er erwartet uns früher oder später und das mehr oder weniger freundlich. Was meinst du mit mehr oder weniger freundlich? Also wie kann ein freundlicher und ein unfreundlicher Tod aus deiner Sicht aussehen? Ich würde das so beschreiben, ein unfreundlicher Tod wäre ein langsamer, qualvoller, schmerzhafter Tod, der einen eben nicht mit offenen Armen umfängt und sagt, jetzt ist es vorbei, sondern wo der Prozess einfach lange andauert und wo man mit Schmerzen umgehen muss. Ein freundlicher Tod wäre in meinem Verständnis einer, der wie im Schlaf zum Beispiel. Also wenn man einfach einschläft und nicht mehr aufwacht. Oder ein plötzlicher Herztod. So schlimm das ist, dass er so abrupt ist. Aber ich glaube, für den glaube ich nur, das ist eine reine Spekulation, für den, der davon ereilt wird, ist es weniger schlimm als für die übrig bleiben. Ja. Wie gehst du denn, Manuel, mit der Tatsache um, dass wir uns das eben nicht bestellen können? Also, dass es im Ungewissen liegt? Ach, zuweilen macht mir das schon Angst natürlich, weil ich nicht weiß, was für eine Art von Tod mich erwartet. Ja, bestellen. Wenn man sich einen Tod bestellen könnte, dann glaube ich, würden die Leute alle einen sanften Tod wählen. Allerdings, und da komme ich jetzt auf den nächsten Gedanken gerade, ist, es gibt ja die Möglichkeit, sich den Tod zu bestellen, indem man den Freitod wählt oder anders gesagt Selbstmord begeht. Ja, würde man dann sagen, Manuel, lass uns mal drüber nachdenken, bestellt man sich den? Man ist ja oft in dieser Freitod. Ist immer schwierig, ne? Ist ja auch so eine Art von Euphemismus. Oft ist man ja dann in so einer Sackgasse, da wird ja auch die Frage gestellt, kann man sich wirklich freiwillig entscheiden? Ja. Also, sagen wir mal so, das Thema Selbstmord ist aus dem Grund ein schwieriges, weil es ja landläufig sehr verpönt ist. Also sagen wir mal so, die Religion sagt, wenn du dich selbst umbringst, kommst du nicht in den Himmel. Jetzt mal ganz lax und lapidar gesagt. Ja. Schmorst in der Hölle, weil das ist eine Sünde, sich selbst in den Tod zu nehmen. Dennoch, glaube ich, gibt es Menschen, die diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Wie zum Beispiel Patienten, die an einer Krankheit leiden oder die sagen, ich werde Zeit meines Lebens nicht das machen können, was ich mir erhoffe, weil ich körperlich benachteiligt bin, geistig benachteiligt oder eine schwere Krankheit habe, die aber mir einen langen, schmerzhaften Tod beschert. Und deswegen wähle ich den Freitod über das nicht ertragen zu müssen. Und für sowas habe ich absolut Verständnis, auch wenn es jetzt nicht meine erste Wahl wäre. Ja, da ist ja aber schon eine Situation da, die das Leben erschwert. Also in diesem Sinne, also ich wüsste da kein Beispiel, auch nicht in der Literaturgeschichte, fällt mir jetzt nicht ein, dass man wirklich, sagen wir mal, am Höhepunkt des Lebens sagt, jetzt bringe ich mich um. Das sind ja immer Notsituationen. Also sich umbringen im Sinne dessen, jetzt ist alles so wunderschön, schöner kann es ja gar nicht mehr werden. Und wer weiß, was noch auf mich wartet. Da wählt man ja selten den Tod. Also Ich habe
gestern eine Dokumentation über Bernie Madoff gesehen, diesen Billiardenbetrüger an der Wall Street, 2008 dann aufflog und so weiter. Und in der Dokumentation wurde beschrieben, dass er und seine Frau versucht haben, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, wenn jemand so krass betrogen hat, Geld veruntreut hat, Steuern hinterzogen hat, dann macht er das, um mit den Konsequenzen, die auf ihn warten, nicht umgehen zu müssen. Aber in dieser Dokumentation war das irgendwie so menschlich beschrieben. Seine Frau und er gucken sich eigentlich ganz nüchtern an, so wurde es erzählt, und sagten, es wird nicht mehr gut. Also wir werden so, wie wir leben, nicht mehr leben, und entweder werden wir die Zeit ohne einander verbringen, du im Knast und ich hier, oder aber wir nehmen jetzt alle Schlaftabletten, die wir haben. Und das war, so wie ich das verstanden habe, eine merkwürdig nüchterne Entscheidung, aber auch aus Liebe gefällt, weil man sich nicht voneinander trennen wollte. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Es hat dann am Ende nicht geklappt. Also ist es tragisch ausgegangen. Ja. Und dennoch ist ja jemand, der so in verfahrenen Situationen ist, ich meine, gerade Jugendliche haben ja oft diese Gefühle, passt diese Welt zu mir, passe ich zu dieser Welt. Ich glaube, das kennt vielleicht fast jeder Jugendliche, dass man damit spielt, aber es auch nicht in diesem Sinne ernst meint, wie jemand, der wirklich depressiv ist und keinen Ausweg mehr sieht. Ja. Ich kenne das aus meiner Jugend, aus meiner Pubertät, dass ich solche Gedanken durchaus hatte. Und auch im Gespräch mit Freunden rückblickend festgestellt habe, dass es vielen, vielen ähnlich ging. Bloß, dass man eben damals als ein dieser Weltschmerz, diese Agonie oder dieses Nicht-Fassbare, was einem wehtut manchmal in der Pubertät, wo man sich verändert, wenn einem das zu viel wurde, dass man darüber nicht geredet hat, sondern das mit sich selbst versucht hat auszumachen. Das ganz oft führte oder mündete in so einem Gedanken wie, leichter wäre es, wenn ich nicht mehr wäre. Ja, aber ich denke, da ist wirklich viele in der Pubertät ähnlich empfinden, ist das vielleicht auch einfach ein Prozess, der zum Erwachsenwerden dazugehört und wo ich glaube nicht die Leute Gefahr laufen, sich tatsächlich reihenweise umzubringen. Ja, oder auch als narzisstische Kränkung. Also dass man sich so vorstellt, dass die Eltern dann am Grab stehen und weinen, so als Bestrafung für die Eltern, die einen wiederum bestraft haben. Ne? Das ist ja auch so eine Fantasie. Ja. Der Tod und du. Nächste Frage, Manuel. Welches Verhältnis habt ihr zwei? Bin ihm in vielerlei Arten schon ganz, ganz häufig begegnet. Also natürlich im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, dass Leute teils an Altersschwäche oder an Krankheit gestorben sind oder eben an Unfällen abrupt aus dem Leben gerissen wurden. Also ich bin in der Hinsicht dem Tod schon öfter begegnet, als auch schon sehr früh. Das würde auch zur dritten Frage führen, aber bleiben wir nochmal bei der, weil mich interessiert, hast du ein Bild, Manuel, für euer Verhältnis? Also wenn ihr, sagen wir, wie man zu Menschen ja ein Verhältnis hat, seid ihr Freunde, seid ihr entfernte Bekannte, wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen bei euch? Zwischen dem Tod und mir. Ja. Also, ich glaube, das ist ein Verhältnis, das ich eigentlich gar nicht so sehr pflege. Weil ich mich gar nicht jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetze und auch gar nicht jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetzen will. Wenn die Umstände es erfordern, weil zum Beispiel jemand, der mir am Herzen liegt, erkrankt ist oder mit dem Tod ringt, dann kommen natürlich diese Gedanken unweigerlich. Und ich sehe den Tod als etwas, was einfach fest verknüpft ist mit dem Leben und was, wie ich anfangs schon sagte, uns alle erwartet. Und deswegen, ich will nicht sagen, er ist nichts Schlimmes, denn er ist schon in vielerlei Hinsicht was ganz Schlimmes. Aber ich hoffe doch, dass ich in Zukunft, wenn ich den Tod ins Auge blicke, ihn freundlich begrüßen kann.
Weil du, ja, es gibt so eine Vertrautheit, man kennt sich vom Sehen, oder? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich weiß, was du meinst. Naja, aber er wäre jetzt nicht so ein, also es ist nicht so ein Verhältnis, dass er von dir bekocht würde, metaphorisch gesprochen. Nein, ich pflege den Tod nicht. Also du warst schon am Ausholen, das ist nämlich schon Frage Nummer 3, deine erste Erfahrung mit dem Tod. Hast du deine Erinnerung, wo dir das gewahr wurde, jetzt weiß ich, was Tod bedeutet oder was dich besonders beeindruckt hat? Also meine allererste Erfahrung mit dem Tod, da war ich tatsächlich noch ein ganz kleiner Junge und meine Großmutter ist verstorben. Meine Großmutter väterlicherseits. Mhm. Die, ich glaube, ich war vielleicht 5 oder 6. Ich erinnere mich, wie meine Mutter den Telefonhörer zur Seite legte oder auflegte, sich zu mir drehte und sagte, Oma Anna ist gestorben. Und wie sie das sagte, fing ich an zu weinen und saß alleine als kleiner Junge in der Küche am Küchentisch und konnte auch nicht mehr aufhören. Es war jetzt kein, aus der Erinnerung heraus, kein bitterliches Weinen, sondern einfach ein um jemanden trauern tatsächlich. So fühlt sich das im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, an. Das war die erste Berührung mit dem Tod. Und ja, die zweite kam sehr viele Jahre später. Da habe ich einen Menschen, der mir sehr, sehr nah am Herzen lag, verloren durch einen Autounfall. Also ist es, gehört er zu diesen Menschen, dieser Mensch? Da sind wir bei der nächsten Frage, Manuel, der Tod. Welches Menschen hat dich besonders betroffen? Um ehrlich zu sein, mich macht der Tod von jungen Menschen besonders betroffen. Mhm. Da ist es auch erstmal egal, woran sie gestorben sind, ob das ein Unfall war oder eine Krankheit oder Mord oder keine Ahnung was, alles, was man sich vorstellen kann. Ich finde, bei jungen Menschen, bei Kindern ist das besonders tragisch, weil die einfach rein theoretisch noch ein ganzes Leben vor sich haben. Und es gibt eine Art von Tod, die ich wirklich begrüßen kann und der ich freundlich Hallo sage. Und das ist zum Beispiel die Art von Tod, als mein Großvater starb, der sehr alt war, ein Leben gelebt hat. Da war ich dann aber auch schon älter und habe mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt gehabt und konnte das besser nachvollziehen, wie es ihm geht, der dankbar und glücklich war, dass er sterben wird. Und den konnte ich gehen lassen ohne Schmerz, sondern mit Freude. Aber wenn es jemanden jung ist, dann kann ich das oft nicht ohne Schmerz. Nee, eigentlich nie. Sind es dann Menschen, die du kennst, oder sind es auch Berichte, die man dann hört von? Das sind auch Berichte. Ich gebe jetzt was zu, ich bin unfassbar nah am Wasser gebaut. Also wenn ich Geschichten höre, wo jemand in die Ecke gedrängt wird, wo es unfair zugeht, wo sinnlos Gewalt ausgeübt wird oder ein Unglück jemandem widerfährt, der es einfach nicht verdient, dann also dann wirst du mich definitiv sehr, sehr schnell weinen sehen. Und ach Gott, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Ja, das zeichnet dich ja aus, dass du so tief empfinden kannst und du das noch an dich ranlässt letztlich, ne? Ich kann es gar nicht steuern. Das passiert unwillkürlich und unweigerlich. Also ja, und ich bin aber ehrlich gesagt auch glücklich darüber, weil ich empfinde Tränen nicht als eine Schwäche, was ja oft oder früher auch in der Erziehung der Tenor war, jetzt heul nicht, du Memme, sei mal ein Mann oder sowas. Ich empfinde Tränen eigentlich eher als einen reinigenden Schauer, damit die Seele sauber bleibt. Also mal nass durchwischen. Und, ich bin ganz bei dir. Gott sei Dank sagst du das. Und Manuel, es tut mir leid, weil es so ein Klischee ist. Aber auch Männer sagen das einfach noch viel seltener als Frauen, ne? Und deswegen ist es so wunderschön, dass du das sagen kannst. Ich wünsche, dass mehr Männer da auch wirklich sagen, hey, ich stehe zu meinen Tränen. Also ich hatte im Coaching jemanden, der hat mir gesagt, ich habe 20 Jahre nie geweint. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich das so erlebe wie du. Ja, es hat so einen kathartischen Effekt. Ich fühle mich danach auch oft so, ja, jetzt kann ich zwar erschöpft vom Weinen, wenn es auch mal länger dauert, aber dann auch wieder, dann ist so eine Klarheit auch im Blick und in den Gedanken und man kann wieder frisch beginnen, ja. Ja, eine Ruhe eigentlich, die Ruhe nach dem Sturm. Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass ich das erzwinge oder dass ich das gerne habe, weil der Moment des Schmerzes ist ja trotzdem schmerzhaft. Und ich bin jetzt kein Masochist, der gerne Schmerz empfindet. Aber im Nachhinein merke ich dann doch, es geht mir sehr, sehr viel besser, wenn ich das Ventil aufgemacht habe und wenn ich die Tränen rausgelassen habe. Wir kamen auf die Tränen, Manuel, wegen, ob du Berichte verfolgst, wenn Kinder sterben oder eben, man kennt ja die Fälle, wo sie ermordet wurden, sexuell missbraucht. Das ist etwas, da bin ich ganz bei dir, da muss ich auch weinen. Ja, könnte ich allein schon, wenn ich jetzt dran denke und wir länger drüber reden, weinen. Welche Vorstellung, Manuel, hast du vom Todsein? Jetzt erwischst du mich an der... Wieso? Weil ich mir natürlich versucht habe, mehrfach schon in meinem Leben auszumalen, wie der Tod denn so ist, also wie es nach dem Tod ist. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele verschiedene Arten schon durchdacht und möchte mich auf keine festlegen. Es gibt Schöne, dass man als freie Energie, als freie Seele durch die Gegend schwebt. Es gibt die des allgegenwärtigen Himmels oder der Hölle, in denen man guten oder schlechten Menschen begegnen kann. Oder dass man vielleicht auch in unschöner Weise in einem Kreislauf gefangen ist und Dinge immer wieder einem widerfahren, die man immer wieder durchleben muss, quasi so im täglich grüßt das Murmeltier. Ja, oder Nietzsche, das einfach, ne? Diese ewige Wiederkehr. Willst du immer wieder? Oder ewige Wiederkehr, oder dass einfach auch gar nichts ist. Schwarz, Vakuum. Ja. Weißt du, ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, wie das im Weltall ist, wo außer Kälte nicht viel ist. Aber ungefähr so, ja. Aber da ist doch mal Schluss mit der Vorstellung. Kennst du das, Manuel? Ich habe mich mal so ganz in dieses Nichts, dass ich nicht existiere, so rein versucht zu denken. Aber irgendwann mal muss ich es aufgeben, weil in dieses Absolute, genau was du beschreibst, diese Leere, dieses Dunkle... Irgendwann mal ist meine Vorstellungskraft beendet. Und es gibt auch so einen Punkt, wo ich es auch, das ist schwer auszuhalten, auch ab einem bestimmten Punkt. Ja, absolut. Es ist ja was, was man bisher noch nicht erfahren hat. Ja. Nicht im Ansatz. Und sich etwas vorzustellen, was man nicht kennt. Ich weiß gar nicht, was man landläufig sagt, ob der Mensch das überhaupt kann. Aber ich bin schon häufiger mal an dem Punkt gewesen, dass ich mir etwas vorstellen wollte, was ich bisher noch nicht kannte. Wie zum Beispiel, wie fühlt sich der Tod an? Was wird es nach dem Tod sein? Das sind ja alles Gedanken in eine Richtung, die ich noch nicht durchlebt habe. Ja. Und das, das ist schon anstrengend und spannend. Aber können wir das als Menschen überhaupt? Ich weiß es nicht. Also ich sehe die Frage tatsächlich auch so, dass sie vielleicht auch unzulässig ist, weil wir überhaupt nicht in diesen Vorstellungsfähigkeit haben. Ja, so wie auch Gott etwas sehr Abstraktes ist, was wir mit unseren menschlichen Begriffen irgendwie denken, aber es führt vielleicht noch ganz woanders hin für die, die glauben. Ja. Absolut, absolut. Also ich zum Beispiel komme zwar aus einem katholischen Elternhaus, bin aber vor meiner Geburt sind meine Eltern aus der katholischen Kirche ausgetreten und ich bin auch überhaupt nicht gläubig oder religiös erzogen worden. Also eher konfessionslos, ich will nicht sagen Atheist, aber es wurde mir selbst überlassen zu entscheiden, woran ich glauben möchte. Und ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, das, was landläufig als Gott bezeichnet wird, für mich in der Natur zu suchen, zu sagen, dieser Kreislauf, die Natur, in der wir uns bewegen, ist für mich, hat eine Energie, eine Kraft, etwas Göttliches in sich, weil es sich aus sich selbst heraus erneuern kann. Und was mir manchmal auch nicht ganz begreiflich ist, und diese Kraft, diese Energie, die finde ich toll. Der kann ich staunend sehen, kann sie verehren manchmal und bin glücklich, dass ich aus demselben Material gemacht bin. Ich habe mal einen schönen Satz, kennst du den? Der steht ja auch manchmal auf Postkarten über die Natur gelesen, warum wir uns dort so wohlfühlen, weil sie uns nicht beurteilt.
tatsächlich kenne ich den ja und ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und die Natur lehrt uns natürlich auch das Sterben. Das ist natürlich jetzt sehr banal, ne, durch den Kreislauf. Aber ich finde schon, wenn ich damit gehe und wirklich bewusst gehe, habe ich auch schon das Sterben anders integriert, weil ich immer wieder zuschaue, auch im Positiven, ja. Jetzt blüht es wieder, dann stirben die Blätter wieder ab und so weiter. Ja. Du, gerade wo du das erwähnst, da fällt mir ein, meine Begegnung mit Tod als jugendlicher Kind, als Neunjähriger, war, dass ich einen Huhn geschlachtet habe auf dem Bauernhof meiner Großmutter. Das hast du gemacht. Toll. Jetzt im Sinne toll meinst, weißt du warum? Weil ich habe neulich mit einem Freund diskutiert, ich muss kurz hier reingrätschen und lass dich natürlich gleich erzählen. Aber wir haben uns darüber unterhalten. Ich hatte ja auch mal Sarah Wiener im Interview und die hat gesagt, sie ist dafür, was ja viele Vegetarier auch sind oder Menschen, die bewusst sich ernähren, dass wenn man schon Fleisch isst, muss man es dann auch mal selber töten, ja. Und ich weiß, du kommst ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und bist dann am Land groß geworden? Oder wie kam das dazu? Weil es gibt ja Kinder, die in bestimmten Ländern auch viel mehr als in Deutschland das dann tatsächlich auch gemacht haben. Also ich höre das oft. Ich bin in Deutschland geboren und deutsch sozialisiert und auf einem Dorf in Deutschland groß geworden. Aber meine Eltern haben mich natürlich jedes Jahr, seitdem ich auf der Welt bin, im Sommer, in den Sommerferien nach Kroatien mitgenommen. Dort leben meine Großeltern oder haben meine Großeltern gelebt. Ja. Meine Oma hatte einen Bauernhof und hat dort eben Schweine, Puten, Hühner gehabt und auch einen großen Garten, eben wo sie Gemüse angepflanzt hat und Obst und sowas. Und entschuldige, es war Pflicht, dass wir Kinder auch zum Beispiel bei der Kartoffelernte helfen oder sowas. Und ich kann mich erinnern, mit 9, also es war gang und gäbe, dass es auch sowas gibt, Schlachtfest. Ich fand das zwar erstmal auch schlimm und gruselig, gerade wenn mein Vater Kaninchen geschlachtet hat und ich hatte vorher mit den Kaninchen eine Freundschaft geschlossen, dann hat mir das wehgetan, ja. Mhm. Aber die heilsamste Erfahrung, die ich hatte, war eben die, als ich mit 9 bei meiner Oma war und einen Huhn essen wollte und sie schaute mich an und sagte, wenn du eins essen willst, dann schlachtest du selber. Ich zeig dir, wie es geht, ich sage dir, wie es geht, Schritt für Schritt und du musst es aber machen. Und in dem Augenblick habe ich auch erstmal gelernt, was das eigentlich wirklich kostet. Mich selbst. Was das mich kostet, wenn ich das Huhn... ist das schlimm, wenn ich über sowas rede? Nee, ich darf, oder ich darf. Nein, natürlich. Ich rede über das Thema Tod. Ich höre sehr, sehr aufmerksam zu. Weil ich kenne diese Erfahrung nicht. Die Oma sagte eben, erstmal muss das Huhn fangen. Und das habe ich dann nach sehr langer Zeit auch irgendwann geschafft. Das hat wirklich lange gedauert. Dann sagte sie, damit das Huhn eben nicht wild über den Hof rennt, wie man das so aus Geschichten kennt, packst du es an den Krallen, also an den, an den Krallen und an den Flügeln und legst es auf den Holzklotz. Hast die Axt in der anderen Hand und so wie ich soweit war, guckte ich dieses Huhn an und ein Huhn hatte auch zwei Lider. Dieses eine, das von unten nach oben geht und dann schließt sie das Auge zum Schutz des Augapfels. Und wie ich die Axt in der Hand erhob, machte die eben dieses Lied zu. Und in dem Augenblick durchschoss mich der Gedanke, ich muss dem Tier das Leben nehmen. Und das Einzige, was mir wirklich die Kraft gegeben hat, war, dass ich Hunger hatte. Und ich hatte tatsächlich Hunger, ich wollte nämlich Huhn essen. Das war nicht nur Appetit auf Huhn, sondern ich hatte Hunger, es ging ums Abendessen. Danach habe ich das Huhn lange festgehalten, dann hat meine Oma gesagt, jetzt brühen wir es ab, jetzt rupfen wir es. Die Innereien bekommt die Katze, den Kopf, die Krallen und sowas, das heben wir auf für die Suppe. Das Brustfleisch, das kannst du braten aus der Karkasse, also aus dem ganzen restlichen Knochen, die kann man auch in die Suppe hauen. Also es wurde von diesem Tier auch alles verwendet und alles weiter verwendet. Die Federn wurden gewaschen, getrocknet und damit wurden Kissen gestopft. Mhm. Es blieb eigentlich de facto von diesem Huhn, außer dem ausgekochten Schädel und den ausgekochten Krallen, nichts mehr übrig. Und das ist was ich, wenn es ums Essen geht und wenn es um das Thema ich esse Tier,
geht, ganz, ganz wichtig finde, dass man diesen Kreislauf einmal selber auch durchgemacht hat. Es ist eben was anderes, ob ich es mir im Supermarkt kaufe und auch das Tier an sich gar nicht mehr erkenne und ich mir nur eine grobe, vage Vorstellung habe davon, wie es vorher aussah, oder ob ich das Tier vielleicht sogar beim Namen kannte und mich entscheide, diesem einen Lebewesen das Tier zu nehmen, damit ich weiterleben kann, damit ich essen kann. Hast du es dann gerne gegessen? Ich habe sehr gerne gegessen. Ich habe es auch selber zubereiten müssen, weil die Oma sagte, sie leitet mich nur an, aber ich muss alles machen. Und irgendwie am Ende des Tages war ich auch stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich das zubereitet habe. Und dann schmeckt es auch. Nee, ich finde ganz wichtig, du hast jetzt kurz gezögert, soll ich das erzählen? Aus welchem Grund heraus? Weil wir sind ja schon so entfernt von solchen Prozessen, die ja über die Menschheitsgeschichte ja wirklich ganz normal waren, ja? Unabhängig davon, wie man es heute einstuft, ja? Ich zögere, beziehungsweise habe gezögert, weil ich in der Vergangenheit durchaus auch in Streitgespräche geraten bin mit Vegetariern, mit Veganern, weil mich die Entwicklung unseres Klimas natürlich auch beschäftigt und weil Fleischkonsum in der Menge, in dieser Raum, in der wir das immer noch betreiben oder in der wir das immer noch herstellen, einfach nicht mehr natürlich ist. Und das begreift aber nicht jeder, mit dem ich mich darüber unterhalte, sofort, dass ich auch eigentlich darauf hinziele, dass ich sage, ich finde es okay, Fleisch zu essen, wenn ich A, weiß, wo es herkommt und wenn ich versuche, nose to tail, alles zu verwenden. Das ist ein wichtiger Aspekt, ja, weil das wird ja, meistens nicht mehr gemacht. Ja. Absolut. Ja. Und das gehört auch zu einem Kreislauf des Lebens dazu. Ja. Ja, danke für den Einblick, Manuel. Nächste Frage wäre, was spricht denn, wir sprechen ja immer dafür, dass wir den Tod nicht wollen oder dass wir ihn ein bisschen wegschieben, aber ich stelle jetzt mal ganz provokant die Frage, was spricht denn für den Tod? Ich muss mal ganz kurz drüber nachdenken. Ja, gerne. Was spricht für den Tod? Ein paar Sachen haben wir anfangs schon angerissen. Ich muss das anders. Du ordnest für dich. Ich meine, es ist ja jetzt der Beweis, dass wir die Fragen auch vorher nicht absprechen. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Der Manuel kannte die Fragen vorher nicht. Ich habe sowas auf der Zunge liegen und ich kann es noch nicht so richtig formulieren. Als wir das allererste Mal miteinander Kontakt hatten, liebes Gretchen, da erzählte ich dir, dass ich gerade Dantons Tod lese. Ja, stimmt. Und hängen geblieben bin am Monolog des Saint-Just, wo er sagt, warum sollten wir nicht in der Revolution die Guillotine nutzen, wenn sie doch eigentlich letzten Endes genau das macht, was die Natur uns alljährlich tagtäglich vormacht, und zwar durch Naturgewalten, durch Katastrophen und so weiter, eine Menschheit zu verjüngen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das für den Tod spricht. Das fände ich ganz schlimm, denn wir hatten ja schon die letzten Wochen durch Corona auch solche Kandidaten, die sagten, ist doch wunderbar, dann sind wir weniger und dann verjüngt sich die Nation. So sehe ich das nicht. Da möchte ich mich auch wirklich ganz dolle davon distanzieren. Aber natürlich spricht der Vorgang des das Leben an sich spricht für den Tod. Wenn wir nicht sterben, sondern uns nur weiter fortpflanzen, werden wir immer mehr und mehr. Werden wir ja so schon. Aber dann exponentiell unaufhaltsam so viele, dass diese Welt in der Art und Weise, wie wir sie kennen, nicht mehr leben kann. Und dann sind wir schlagartig alle miteinander tot. Das heißt, der Tod hat den Sinn, ein Gleichgewicht zu erhalten. So, der uns Nachkommen ermöglicht letztlich, ja? Genau. Diesen Kreislauf, was wir auch in der Natur doch sehen, auch aufrecht erhält, ja? So. Ja, weißt du, natürlich sind wir alle traurig im Winter, wenn die Natur trist aussieht und vielleicht ist alles grau und man sieht keine Blätter und sowas, aber letzten Endes ist doch jeder Herbst ein kleiner Tod.
aus dem im Frühling neues Leben erwacht. Ja, das ist so. Aber andererseits, ich finde, der Herbst hat ja, das ist ja meine Lieblingsjahreszeit, der hat noch eine andere Komponente, die zuerst kommt, und nämlich diese Farbenpracht, dieses wirklich intensive, kraftvolle Dasein. Also das erlebe ich so im September, Oktober am intensivsten im ganzen Jahr. Im Sommer ist es mir dann mitunter so penetrant, dass ich es nicht mehr als Kraft empfinde, sondern als anstrengend. Und im Herbst atmet es ein bisschen aus, aber trotzdem ist noch alles da. Und dann genau ist es, wie du sagst, dann stirbt alles weg und dann kommt der Winter und das Eis. Wenn ich es recht bedenke, dann finde ich, die Farbenpracht ist eigentlich schon, also wenn sich die Blätter verfärben, sieht man beim Sterben zu. Ja. Und das kann man natürlich schön finden. Ich finde das auch schön. Mhm. Ich habe ja eingangs erwähnt, ich habe Familie in Kanada. Ich habe die auch mal über den Sommer besucht und es ging bis in den Herbst. Ich habe so Indian Summer Feeling, auf jeden Fall kenne ich und weiß, wie toll das aussehen kann. Aber so, du bringst mich jetzt eigentlich gerade auf diesen Gedanken, dass wenn das Laub sich verfärbt, ich beim Sterben zusehe. Da bringst du mich jetzt wieder drauf. Da habe ich das auch noch nie gesehen, aber natürlich hast du recht, ja, weil die Blätter sind ja sonst grün, ja. Und das ist der Übergang zum Braunen und zum Abfallen dann. Aber es ist noch wie so, empfindest du das auch so? Kennst du das, wenn dann so Bäume, so Hänge voller dieser bunten Bäume sind, wie so ein letztes Aufbäumen zu sagen, ich war am Leben, ja? Schön, schön beschrieben. Ich bin ein sehr olfaktorischer Mensch auch. Also ich mag es, Dinge zu riechen. Ich finde auch, also jede Jahreszeit hat ihren typischen unverwechselbaren Geruch. Vorgestern, irgendwann mal jetzt die Tage, als es anfing schlagartig zu regnen, ein Gewitter kam, da war die Erde noch von den Tagen davor ein bisschen erwärmt und es roch nach Frühlingsregen. Und dieser Geruch ist so unverkennbar, den kennt jeder. Ja. Genauso wie so ein Sommerschauer. Wenn der Asphalt dampft, das entwickelt einen Geruch genauso wie Blumen einen betörenden Duft haben oder eben Herbst, das Laub, wenn es sich verfärbt, auch nochmal so einen ganz markanten, spezifischen Duft bekommt, der ganz toll ist, den ich mit Kindheitserinnerungen verbinde, Apfelernte und so. Die Feuchtigkeit kriecht einem schon so ein bisschen in die Knochen und trotzdem hat man irgendwie die Wärme von den Farben und von der Sonne, aber ja, der Winter kündigt sich schon an, du hast schon recht, der Herbst ist eine tolle Jahreszeit. Ja, und der Frühlingsregen, den du erwähnst, der riecht auch schon mal ganz anders als der Sommerregen. Ja? Absolut, ja. Finde ich auch schön. Aber letztlich, egal wie schön alle diese sinnlichen Momente sind, Manuel, wir wissen es aus dem Faust, ja, niemals zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Ja. Das heißt, und jetzt sind wir schon bei der siebten Frage, also wenn wir eh alle sterben müssen, woran wir nicht vorbeikommen, sollten wir, es gibt ja Überlegungen, es gibt ja auch Menschen, die das machen, wie stehst du dazu, sollten wir das Sterben schon im Leben lernen? Kannst du das präzisieren? Präzisieren, ja. Gerne. Ich meine damit zum Beispiel, für mich ist es so, dass ich immer denke, ich lerne sterben, indem ich gut Abschiede machen kann, ja, indem ich auch von diesem Faust-Zitat auch abgeleitet, dass ich immer auch alles wieder nicht dauernd konservieren und festhalten und heute war ein toller Abend und heute waren wir bei Manuel und der hat so toll gekocht und möge dieser Augenblick nicht vorübergehen. Nee, er geht vorüber und indem ich das gut begehe und indem ich nicht festhalte, das ist für mich eine Art, Sterben zu lernen. Also man könnte auch sagen, gegenwärtig leben. Ja? Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit definitiv was anfangen. Und ich finde, du hast mit dieser Frage auch den Kern eigentlich getroffen. Das Leben ist für mich, ich finde, ja, nee, das ist blöd, das so allumfassend zu sagen, aber du hast auf jeden Fall, es klingt eine Seite in mir an, wo ich denke, es ist ja alles nur geborgt letzten Endes. Das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, das führen wir für eine gewisse Zeit. Das heißt, wir müssen auch da lernen, irgendwann einen Abschied zu nehmen. Wir müssen lernen, Abschied zu nehmen von
Menschen, die uns nahe sind, nahe stehen. Wir müssen lernen, Abschied zu nehmen von Momenten, Zuständen, die nicht andauern können. Wir lernen sogar Abschied zu nehmen, das heißt mit dem Tod umzugehen, wenn wir etwas aufgegessen haben, der Teller ist leer und es ist nichts mehr da. Ja. Man merkt es vielleicht noch, warm die Speiseröhre runter, aber der Teller ist leer, unweigerlich, und es gibt auch nichts mehr, was man dann rein tun kann. Richtig, ja. Und wenn man sich das eben bewusst macht, dann hat man vielleicht... Kannst du das nochmal wiederholen? Entschuldige. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, gerne. Gerade war die Verbindung schlecht. Wenn man sich das bewusst macht, ja, dass man dadurch ja schon sterben lernt, durch diese jeden Tag, weil Zellen sterben, ja, es ist ja dauernd. Letztlich ist ja der Tod die Kulmination dessen, was wir tagtäglich erleben. Da muss ich drüber nachdenken. Und nicht nur der Manuel denkt drüber nach, sondern wir geben das gerne an euch mit raus. Es muss ja auch nicht auf jede Frage eine Antwort kommen. Darf ich dich noch mit meiner allerletzten Frage, die nichts mit diesen 7 Fragen zu tun hat, außer du sagst, Gretchen, lass mich nochmal überlegen, ich will auch eine Antwort geben. Das weiß ich jetzt nicht, das sagst du mir jetzt gleich. Nee, frag mal weiter. Ich glaube, das ist was ich mitnehme und was ich sacken lasse und worüber wir vielleicht mal die Tage nochmal drüber reden. Ja, sehr gerne. Und ich fand es nämlich jetzt so schön, weil für mich war das so ein Impuls, den wir rausgeben können, wie alles, was wir gesagt haben, haben wir hier nochmal besonders, zu sagen, ja, lass uns da auch nochmal weiterdenken und nicht nur du, sondern alle, die uns zugehört haben, wenn sie wollen. Meine letzte Frage, wie ich es mir angewöhnt habe in all den Jahren als Journalistin, und es hat sich immer bewährt, ist immer offen, weil es kann ja sein, das ist eigentlich gar keine Frage, sondern ganz offen zu sagen, gibt's etwas, was noch für dich wichtig ist, was hier rein muss im Gespräch zu diesem Thema? Ist da noch was in dir, was eben ausgesprochen werden will? Vielleicht nur die Empfehlung an die Menschen, die Lust haben, es dem Tod nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich mit ihm zu befassen. Also ich kenne Menschen, die so sehr große Angst vor diesem Thema haben, dass sie es einfach versuchen auszuklammern aus ihrem Leben und zu vermeiden. Und ja, wie ich jetzt auch nach unserem Gespräch feststellen muss, hat das Thema Tod so viele Facetten, die nicht immer grausam und schmerzvoll sind, sondern auch wunderschön. Und das würde man sich eben auch verbauen und verbieten, wenn man das Thema Tod ausklammert. Vielen, vielen Dank. Also insofern geben wir jetzt mal ein Beispiel, wie es gehen kann. Also traut euch auch ran. Also geht auch zu Menschen hin und versucht mal ein bisschen so auszuloten. Ja? Vielleicht sind Menschen ja viel offener für das Thema, als man denkt. Und da auch Rücksicht nehmen, wie weit man natürlich gehen kann. Aber ich fände es schade, wenn es im Tabu bleibt. Und es ist genau wie du sagst, immer noch mit Ängsten behaftet oder mit Unbehagen. Und dabei können wir erst, wenn wir, glaube ich, den Tod auch wirklich so gegenwärtig halten, so richtig leben. Also im Sinne von Boys, ich gebe dir diesen Satz hinein noch und uns, euch allen, der Tod hält mich wach. Ist auch ein schöner Satz, ja, weil dadurch weiß ich natürlich, dass ich jetzt mit dir nicht unendlich oft sprechen werde und mit anderen, ja, sondern... Ja. Diesen Moment, der ist mir jetzt geschenkt, der hält mich wach und der hält mich auch bei mir selbst. Und letztlich führt es auch dahin, was du am Anfang gesagt hast, Manuel, wenn du dir den Tod vor Augen hältst, dann willst du, wenn du das ganz ernst nimmst, keinen Beruf machen, bei dem du keinen Spaß hast, in deinem Fall BWL. Ja, weil du denkst, okay, habe ich jetzt dauernd nur als BWLer gearbeitet und bin dann gestorben? Nein, so ein Leben will ich nicht, ja. Lieber, also nichts gegen BWL. Nee, nein, aber du jetzt, ne? Also, ja. Also liebe Grüße an alle BWLer. Wem Spaß macht, der ist da ganz richtig, ja. Manuel, es war mir eine große Freude mit dir. Viele, viele gute Gedanken, die mich auch sehr berührt haben. Grüß Dresden und ja, lass es dir weiter gut gehen. Das werde ich. Ich
habe zu danken, liebes Gretchen. Ich hoffe, dass wir bald wieder in Kontakt sind und ja, du hast tolle Fragen gestellt. Danke, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt von den Antworten und die Gespräche machen natürlich auch was mit mir. Danke an euch alle, die ihr zugehört habt. Denk daran, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also lasst euch von unseren Gedanken, wenn ihr wollt und offen dafür seid, inspirieren und denkt die weiter. Wer weiß, wohin sie führen. Das war Gretchens Thema.